Heute seht ihr einen Auszug aus meinem Buch Der Start in die Reisefotografie. Es geht um die Erstellung einer Nachtaufnahme mit Lichtspuren. Die Aufnahme, die ihr hier seht, ist eine meiner Lieblingsaufnahmen, die ich auch immer wieder gerne mit den Gästen meiner Mallorca-Fotoreise fotografiere. Nicht umsonst hat es diese Aufnahme auf den Titel meines Buches geschafft. In den folgenden Minuten möchte ich euch erzählen, wie diese Aufnahme entstanden ist. Der Klassiker bei Nachtaufnahmen mit Lichtspuren ist, man stellt sich an eine Straße und baut die Kamera und das Stativ auf und je nachdem, wie lange man belichtet, sind die Lichtspuren der Autos mehr oder weniger lang. Am besten macht man viele Aufnahmen und mit ein bisschen Glück ist etwas Nettes dabei. Ein erhöhter Kamerastandpunkt unterstützt die Bildwirkung. Diese Vorgehensweise konnten wir aber bei dieser speziellen Aufnahme nicht anwenden. An der Schnellstraße fahren ja nahezu ständig Autos. Hier war das nicht so. Wir wussten, dass wir nur wenige Versuche haben werden. Unten im Tal befanden sich nur noch wenige Autos, die sicher bald hochfahren werden. Wir werden also höchstens 3 bis 4 Versuche haben, um unsere Aufnahme im Kasten zu kriegen. Danach wird kein Auto mehr fahren. Es musste also alles für die wenigen Momente passen. Deshalb lohnt es sich, immer schon ein bisschen früher da zu sein, um die Kamera, Stativ etc. eben alles entsprechend schon einzustellen. Um die komplette Lichtspur auf das Bild zu bekommen, wie das Auto von unten nach oben fährt, mussten wir also wissen, wie viel Zeit ein Auto braucht, um die Strecke zurückzulegen. Um dann die richtige Kombination aus Blende, ISO und Verschlusszeit eben einzustellen. Also haben wir dies mit dem ersten Auto, was hochfuhr, gestoppt. Es hat 300 Sekunden gebraucht. Jetzt wussten wir also, dass unsere Belichtungszeit 300 Sekunden sein wird. Und so konnten wir Blende, ISO und Verschlusszeit manuell einstellen. Ausgelöst haben wir natürlich mit einem Fernauslöser an der Kamera und das Belichtungsergebnis haben wir dann über das Display kontrolliert und entsprechend korrigiert, damit wir zur richtigen Belichtung kamen. Ein bisschen Glück gehört eben immer dazu und ein Topshot zur nächtlichen Stunde.